Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Last of Us Part 2. Wir wollen nicht lang schnacken, die Erlebnisse aus der letzten Folge waren absolut wild. Wir spielen als Abby, sind mitten im Wolf-Lager, in der Wolf-Stadt, in Wolf-Base und schauen mal, was jetzt auf uns wartet. Sind drauf und dran, an die Front zu gehen. Und werden dort eingesetzt. Ich glaube, dir gefällt es, mich zu quälen. Nein. Es ist eine Möglichkeit für euch, endlich weiterzumachen. Seit Jackson haben wir kaum miteinander geredet. Soll ich so tun, als wäre nichts passiert? Natürlich nicht. Ihr müsst darüber reden. Sie wollte Joels Tod genauso wie wir anderen auch. Aber sie ist anders als wir. Sie hat noch nie jemanden so verletzt. Sie tötet ständig Scars. Nicht so, wie wir Joel getötet haben. Vergiss nicht, wir sind Soldaten. Sie ist Ärztin. Komm, Abby. Sie gehört zur Familie. Tu's für mich. Okay? Ich versuch's. Mehr verlange ich nicht. Wer ist sie denn? Kennen wir sie schon? Ist ja auch witzig, dass ich mal die Türen aufmachen muss. Pack deine Sachen. Ich hol Mel. Ja. Sei nett. Leck mich. Ah, die sind im Stadion. Oh, okay, alles klar. Auch ein cooler Ort. Alles klar, das ist deren Basis. Alter, haben wir schon mal irgendwas von einem Stadion mitbekommen? Ich weiß es gerade gar nicht. Wissenschaftlerin, hm? Ach so, das ist ihr Raum. Ist das jetzt ihr Raum oder was? Ich check's gerade nicht. Ach so, ach ja, sie hat ihm sein Zimmer überlassen. Ja, ja, stimmt. Moin, das ist ja schön. Hat er hoffentlich die Betten neu bezogen, die Sau? Anscheinend nicht. Wenn der BH hier auch noch rumfliegt. Muss das sein? Ich glaube nicht. Klopf, klopf. Abmarsch bereit. Ja, sofort. Ach, sie ist die Ärztin. Okay, okay, okay. Hi. Hey, du bist also wieder im aktiven Dienst? Naja, du kannst bestimmt hierbleiben, wenn du fragst. Ich sitze lieber nicht rum, wenn ich nicht muss. Hat Owen nichts dagegen? Was hat Owen damit zu tun? Wir müssen Alice noch abholen. Hey. Gib dir Mühe. Ah, okay, ist sie also... Ah, okay, sie ist anscheinend die Neue von Owen. Okay, ich verstehe. Deswegen. Gut. Mögen die sich nicht so gerne. Warum hat man nach dir geschickt? Das ist die normale Rotation, keine Sorge. Alaska? Hey, zurück bist, ach so. Mit meinem Dad? Dem geht's. Ich weiß nicht. Sammelt weiter in Münzen. Inwiefern? Er klagt über Schmerzen in den Handgelenken. Er kann kaum einen Löffel halten. Vielleicht kriegen wir mehr Schmerzmittel für ihn. Du und Owen seid jetzt in Sektion 96? Ja, es ist nett. Viele junge Familien. Seid ihr schon aufgeregt? Wegen des Babys? Wenn man die ganzen Kinder da sieht. Ja, ich bereite mich vor. Viele heulende Babys. Genau richtig für Owen. Er hat's noch gar nicht gesehen. Er ist mit Danny unterwegs. Danny. Puh. Schöner Scheiß. Ja. Okay, alles immer interessante Verflechtungen, aber ja gut. Da leben ja auch wenig Menschen zusammen auf wenig Raum. Also ist ja klar, dass da mal ein bisschen, wie nennt man das? Ein bisschen Wechselfluktuation nennt man das? Ich weiß gar nicht. Hatte mal der eine mit der anderen und dann die mal zusammen waren und die jetzt zusammen sind und ja. Alles ablegen. Sie spielt drin. Cool. Abby, willst du sie holen? Okay. Ganz viele Dogos. Die kennen wir ja auch schon. Hey, du verrückter Hund. Da ist ja mein Mädchen. Die einzige, die dich ertragen kann. Ist wohl eifersüchtig. Wollen wir zu den Trucks?
Gehen wir zu den Trucks. Oh, hallo, Bea. Ja, okay, da du so nett fragst. Wer ist dein guter Junge? Ja. Oh Mensch, er kann ja richtig weit laufen hier. Da macht er schon richtig viel Spaß für ihn. Ja, feini. Feini. War's das? Ich will ihn eigentlich streicheln. Gut, einmal werfen wir noch den Ball und dann holen wir ab. Habe ich dich gestern mit dem gesehen? Ja, hast du. Schwere Nöte. Was macht sie in der Stadt? Irgendwas für Isaac? Nein, sie hat echt einen einsamen Job. Ah, ihr gefällt es. Frag sie mal nach Cumulus-Wolken. Na, wenigstens muss man da oben nicht kämpfen. Ja, wenn einem das gefällt. Mir wäre es ganz recht, glaube ich. Nur Familien zu behandeln. Die Scars würden Abby. Dir fehlen. Ja, das glaube ich kaum. Ich würde irre werden. So, WLF, Ruhe in Frieden. Hey, Pat. Hey. Hey, Pat. Das Übliche, bitte. Na klar doch. Gracias. Welche Trucks sind da? Nehmt S24. Ich fahre. Meld uns ab. Richtig sympathischer Typ, ey. Danke. Wirklich jetzt. Mach Deine richtig Spaß mit dem. Lang. Dein Tod sei schnell. Das ist auch witzig, dass sie das immer sagen. Ist etwas eingerostet. Was, müssen wir jetzt noch an den Schießstand gehen oder was? Okay. Wie wär's mit einem kleinen Wettkampf? Der Verlierer putzt den. Riskant. Ein Magazin höchste Punktzahl. Abgemacht, Herr Bronn. Mit welcher Waffe? Was ist denn die höchste Punkt? Was gibt denn das? Okay. Nächstes Mal will ich deine Waffe. Ja, es lag nur an der Waffe. Tö. Oh, da fällt mir ein, da ist ein Riesenberg dreckiges Geschirr. Ah, du bist grausam. Oh, und du kannst meine Wäsche falten. Gut, war spaßig. Scharfschütze, kriegen wir gleich eine Trophäe für. Sehr schön. Gehen wir zur Basis. Wer hat noch Munition? Achso. Ja, das ist mal ein Leben hier, wa? Schön Muni voll machen. Ja, wilde Mädchen. Waffen. Ich hab dich auch vermisst. Die sind nicht so am Struggeln wie wir, sag mal. Aber trotz dessen jetzt gar nicht mal so viel Schuss, wa? Ja gut. Hey, mehr als trotzdem, als ich insgesamt für alle anderen Waffen habe. Ich vermute, wenn wir auf Feinde treffen, dann auch auf Infizierte oder Scars, ne? Alice sitzt vorne. Macht ja am meisten Sinn. Dann braucht sie frische Luft. Und ihr beide könnt reden. Sehr, sehr viel. Ah, wollen wir mal an die Front. Gracias. Thank you.
raus aus dem Stadion. Hier draußen ist ja richtig was los bei denen. Wie schläfst du in letzter Zeit? Nicht so toll. Soll ich dir etwas aus der Apotheke besorgen? Nein, schon gut. Ist kein Problem. Nein, lass mich. Ich werde mich einfach ausbauen. Ich habe ein paar extra Aufgaben angenommen. Du und Owen. Was meinst du? Nichts. Hä? Was war das denn gerade? Hey, wo willst du hin? Zwei. Truck S24 unterwegs zu zwei. Und im Erleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Wir haben einen Flugplatz verloren? Ja. Soll er zurückerobert werden? Nee, Isaac sagt, das ist unwichtig. Wir fangen im Moment genug Wildlachs. Dass die ja alle schwanger sind und an die Front gehen. Ich habe ihn 2 Wochen nicht gesehen. Er übernimmt ständig neue Aufgaben. Weißt du, was er hat? Hat er irgendwas gesagt? Nein, wir haben... Ich meine, man sieht sich in der Kantine, aber wir haben keinen Kontakt. Jackson hat ihn geschockt. Mach dir da nicht so einen Kopf drauf. Okay. Festhalten! Da haben wir sie doch schon. Töte die Wurm! Oh, mega, let's go. Sind die auch noch auf der anderen Seite? Nee. Okay, ey, das sind voll viele, Mann. Ich habe gar nicht so viel Munition. Da habe ich jetzt... Ach so, hier habe ich wahrscheinlich... Ah, mega. Auf dem Truck habe ich wahrscheinlich unendlich Munition, wa? Schwanger da an die Front geht, Digga, da ist es ja auch nicht. Also das ist echt fragwürdig. Alter, ich war die ganze Zeit voll sparsam, weil ich dachte, ich habe 18 Schuss. Ihr hättet einfach Dauerfeuer machen können. Schaffe nicht. Schauen wir nach, ob sie sicher ist. Boah, dieser Cut ist so asozial, möchte ich an der Stelle nochmal sagen, ja. Hey, Abs. Hier gibt's genug Zeug für eine Rohrbombe. Jetzt die ganze Zeit nicht zu wissen, was bei Ellie und Dings los ist. Rohrbomben sind cooler, Mann. Ich brauche auch mal ein bisschen was in die Richtung. Ich würde sagen, wo ist denn das restliche Zeug für Rohrbomben? Hey, wir packen das. Okay, als ob. Alter, ich scheine anscheinend ein bisschen mehr mit der zu spielen. Okay, Bruder, chill mal kurz. Mach mal die Rohrbombe wieder weg. Hoffe, du hast die Zündschnur wieder ausgemacht. Oder hoffe auch nicht, ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Hier gibt es zu viele Verstecke. Im Lauschmodus. Macht sie fertig! Rushen die? Waren das alle?
Ja, ist ne? Sauber? Ja. Sauber. Das ist so viel besser als Mezcal und dein Zeichentrickfilm. Was? Nichts. Lampen wieder an, oder was? Leute, seht mal da oben. Seht ihr das Licht? Könnte ein Ausgang sein. Ich kletter hoch und seh's mir an. Okay. Dann klettern wir mal los, wa? Krass, ich bin echt Pillen und so eine Faxen. Ja gut. Zwei Bäume, die wir mit ihr ausrüsten können. Also ein bisschen was geht. Scheinbar. Muss ich jetzt einfach rüberjumpen oder was? Check's grad nicht. Wo geht's jetzt weiter? Da drüben? Oh, Digga. Kurz wieder falsches Spiel. Schön Flicker. Okay, Hunde sind halt geil, was das angeht. Das ist halt nice mit dem Hund, wirklich jetzt. Nicht von uns! Weiter so! Hinter mir? Big Boy. Okay, okay. Big Boy ist auch down. Big Boy down, Big Boy down. Sind alle okay? Ja. Die Munition wird aber knapp. Alles gut. Darf ich verfickte Scheiße sagen? Ja. Verfickte Scheiße. Verschwinden wir von hier. Darf ich verwickte Scheiße sagen? Nee, jetzt gerade nicht, bitte. Jetzt wollen wir mal bitte nicht, dass du fluchst, okay? So, ey. Ich weiß nicht, eigentlich will ich mich mit Abby gar nicht umgucken, weil, keine Ahnung, ich gönne ihr gar nicht, dass sie irgendwas Cooles findet. Okay. Er hat einen Ausgang gefunden. Ja, gehen wir mal in seine Richtung, ne? Mit dem Klettern hat es nicht so geklappt. Wo ist er denn? Kann er nochmal rufen? Mäuschen, mach mal Piep, bitte. Da ist er. Der Bendejo. Ah ja. Manny. Claro. Ladies first. In einem Monat passe ich da nicht mehr durch. Na los, Abs. Ich dachte, Ladies first. Ich mag dich, Abs. Ach, ja. Okay. Abby, das ist wie das Gewächshaus deines Dads. Ja, nicht. Die Pflanzen hier leben. Stimmt wohl. Weißt du was? Das ist gut. Ihr braucht etwas, das euch zusammenschweißt. Klappe, Manny. Funktioniert doch schon. So auch noch, so einer dieserjenigen, so derjenigen, dieserjenigen, beste deutsche EU-West, einer derjenigen, die dann auch noch in so unangenehmen Momenten so noch doofe Sprüche da zubringen muss, weißt du?
Die müssen sich sowieso schon Mühe geben, dass sie irgendwie miteinander klarkommen. Und er denkt sich so, ja, komm, mach ich nochmal darauf aufmerksam, was eigentlich voll unangenehm bei euch ist. Perfekt. Oh, Hilfe, wo ist hier der Ausgang? Die Basis ist da vorn. Keine Skars in Sicht. Sie sind da draußen. Ja, gehen wir weiter. Gott, wisst ihr noch, wie es war, als man hier nicht von Skars angefallen wurde? Vermisst du jetzt den Waffenstillstand? War ruhiger, hä? Hm? Zu ruhig. Wir wurden nachlässig und sie knüpften ein ganzes Team auf. Das ist passiert, weil wir die Kinder erschossen haben. Okay, aber diese Kinder haben sie angegriffen. Was würdest du tun? Ich weiß nicht, sie nicht einfach abknallen? Tja, ich würde unsere Leute retten. Manny, das sind Kinder, es ist nicht ihre Schuld. Unsere auch nicht. Die Toten gehen auf sie. Okay. Ja. Schwierig. Aber hier ist es sehr ruhig. Keine Situation, in die ich geraten wollen würde. Sag ich ganz ehrlich. Überall alles blockiert, sag mal. Ich glaube, da, wo ich eben am Anfang war, war schon richtig, wa? Sah mir nämlich schon fast so aus, als würde man da irgendwo rüberhüpfen können. Geht zwar in die ganz andere Richtung, aber ist ja egal. Hauptsache, wir kommen irgendwie erstmal an unser Ziel, oder? Oder war es doch nicht richtig? Nee, was? Okay. Ich habe jetzt ehrlicherweise eigentlich damit gerechnet. Wo soll ich denn lang? Hier haben wir erstmal noch ein bisschen Stuff. Da hört man Schüsse. Keine Robo machen? Nee. Ich bin ein bisschen verwirrt. Geradeaus? Nee. Wir müssen auf die andere Seite des Zauns. Vielleicht durch eins der Gebäude? Weil das letztes Mal so gut lief. Hast du eine bessere Idee, Manny? Nein, ich sag's nur. Aber wie komme ich denn in das Gebäude rein, sag mal? Ich habe keinen Plan. Ich habe halt wirklich keinen Plan. Hier oben ist ein Kabel. Komm, hilf mir mal hoch. Oh mein Gott, das hätte ich ja niemals im Leben gefunden. Wo soll ich ihm denn jetzt hochhelfen? Hallo? Digga, also. Ja, ich sehe das Kabel. Hilf mir mal hoch, hat er doch gesagt, oder nicht? Kommt er? Manny, sieh da oben nach. Ah. Ja, okay. Oh. Das Kabel hat sich verhakt. Bitte. Los, komm hoch. Mel, bleib bei Alice. Ich versuche die Tür aufzukriegen. Sucht euch einen anderen Eingang. Cool. Vorsichtig. Okay. Und? Keine Skars zu sehen. Oh. Geht tief runter. Ja, ja, das stimmt. Kann man das Kabel nicht nehmen? Ich wollte gerade sagen. Dann mal los. Reiner in die gute Stube. Okay, moin, Mann. Moin. Wir sind drin. Ich bin an der Tür. Noch reicht's nicht aus.
Leute, es wird langsam langweilig. Alles entspannt, ich hab's doch, ich hab's doch. Keine Sorge. Digga, warum bin ich eigentlich, ich will gar nichts Positives mit denen reden. Ohne Witz, eigentlich mag ich die auch alle gar nicht, die ich hier gerade spiele. Soll ich doch draußen bleiben? Juckt mich doch nicht. Ich finde auch ganz schön viele Werkzeugteile. Mehr als, als ich mit Ellie finde. Das ist auch eine Frechheit. Das sollten wir uns merken. Das Kommando sucht immer nach Ersatzteilen. Ah, guck mal, haben sie hier noch in ihrer eigenen Umgebung was gefunden, was sie noch nicht kannten? Ich dachte erst, es wäre ein Gebiet, wo die früher auch öfter gewesen wären. Warum hat das jetzt gerade gedingst? So angehört, als könnte ich irgendwas Neues kreieren oder so. Ah. Okay. Dream, dream, dream. Ich hätte es. Los! Ich stütze es euch wieder. Shit, tut mir leid. Alles okay? Ja, Kurbel gebrochen. Und jetzt? Abby, da. Eine Luke. Manny, halt durch. Wir finden einen Weg aufs Dach. Okay. So. Alter Schwede. Genießt du die Fahrt mit uns? Tja. Erinnere mich dran, Manny zu danken. Ich bin froh, dass ich dabei bin. Ich helfe lieber, als nur von so etwas zu hören. Dann fertigen wir mal ein bisschen Rückschuss. Ich dachte echt, ich hatte schon mehr Werkzeugteile. Irgendwie habe ich gefühlt 100 mindestens gefunden gerade. War doch nicht ganz so viel. So. Hey, warum gehst du mir aus dem Weg? Das mache ich gar nicht. Komm schon, du hast der Jackson kaum ein Wort zu mir gesagt. Ich weiß nicht. Ich schätze, ich war auch von Jackson geschockt. Meinst du, Joel hat er das nicht verdient? Er hätte Schlimmeres verdient, aber ich wäre lieber nicht dabei gewesen. Verstehe. Wärst du so etwas fähig, hm? Das meinte ich nicht. Mal sehen, ob wir zu Luke kommen. Okay. Ja, gut. Keine Ahnung. Verstehe jetzt nicht, warum sie mad auf sie ist. So kann man doch nachvollziehen, dass man jetzt nicht unbedingt dabei sein möchte, wenn einem mit dem Golfschläger der Kopf eingeschlagen wird. So. Auch wenn man nicht viel von der Person hält oder, ne? Die Person vielleicht der Feind ist. Gibt es vielleicht auch coolere Arten, cooler in Anführungszeichen natürlich, jemanden töten. Komisch, sich das jetzt gerade anhören mag. Wo ist sie denn jetzt hin? Ist sie wieder runter, oder was? Hallo? Hä? Oder war sie jetzt noch oben? Da. Da ist sie. Ah. Okay. Was ist deine Idee? Ich soll hier hoch, oder was? Sie soll da hoch, alles klar. Okay, hoch mit dir. Naja gut, sie muss ja auch irgendwie hier raus. Und sie zieht sie jetzt hoch? Und, deine Idee? Sekunde. Was machst du da? Ich bringe uns hier raus. Okay, aber langsam. Ein Vorteil, schwanger zu sein? Mein niedriger Schwerpunkt. Ich nehme dich beim Wort. Tja, okay. Geschafft. Und jetzt, wo wir sie denn... Ach so, da oben. Ah. Upsala. Digga, ich will immer mit Kreis laufen. Also bei jedem The Last of Us habe ich auf jeden Fall irgendwie ein Problem mit der Steuerung. Irgendwas ist immer, was ich nicht so ganz auf die Kette kriege. Kommen der Luke näher. Mal sehen.
Das einzig Logische, was ich jetzt sehe, ist, dass man auf dieses Boot da springt, wa? Oder gibt es noch irgendwas anderes? Eigentlich nicht, aber keine Ahnung, wie sie das schaffen soll. Oh. Anscheinend auch nicht die Lösung, hä? Ich bin jetzt fest davon ausgegangen, dass das die Lösung ist. Hallo? Hallo? Hilfe? Alarm! Ich check's gerade nicht. Es kann doch nur irgendwas mit diesem Boot zu tun haben. Können wir das drehen? Von wo steuert man das Ding? Das ist halt meine Frage. Habe ich hier irgendwie sowas wie eine Kontrollbrücke zu diesem Ding? Also wie eine, so eine Steuerung einfach? Ich will jetzt vermuten, dass ich das Boot sozusagen querstellen muss. Anstatt längs. Ich habe eine andere Idee. Bin ganz ohr. Vielleicht kommen wir mit der Leiter zu dem Boot. Nutze die Leiter als Brücke? Welche Leiter denn? Wo ist denn hier eine Leiter? Hä? Ist er? Digga. Now I'm maximal confused. Now I'm checking gar nichts mehr. Hä? Hilfe! Ja, ich soll rüber zum Boot, ist mir klar, aber wo ist eine Leiter, Digga? Habe ich jetzt hier schon eine Leiter benutzt gehabt? Leute, es tut mir so leid, ich bin gerade, glaube ich, so maximal blind. Aber wo ist denn hier eine Leiter, Digga? Jetzt mal ernsthaft. Ich verstehe es nicht. Ich stehe gerade so maximal auf dem Schlauch. Bruder. Help. Bitte helfen Sie mir. Ich bin lost. Bitte helfen. Ja, ja, ich verstehe, Digga, aber wie, was, wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Warum leuchtest du? Ach, da liegt eine Leiter, Digga, boah, mein Gott. Warum zeigt er denn die Leiter nicht an? Manchmal gar keinen Sinn, dass er dieses blöde Boot anzeigt. Ich sehe sie halt auch einfach absolut nicht. Scheiße, ey. Dachte, vielleicht muss ich eine von unten erstmal... Gott, Entschuldigung, erstmal ranstellen. Oh, nein, 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 nein. Und dann zieht sie hoch oder so, weißt du? Deswegen war ich gerade verwirrt. Oh, jetzt komme ich auch noch ins Boot rein. Das wollte ich immer schon lesen. Das erinnert mich an Owens Boot. David vs. Goliath. Lesen. David vs. Goliath, eine umfassende Chroniken der Guerilla-Kriegsführung von Dr. Anna Olof. Neue Verbesserung, aha. Das haben wir jetzt also auch freigeschaltet. Messer anfertigen, fertige zwei Messer an, okay. Ah, nicht genug Klebeband. Die Laufplanke dafür zur Luke. Aber wie kommen wir zu der Planke? Ich würde sagen, wir nehmen die Leiter nochmal, wa? Die Leiter nochmal, die Laufplanke führt zur Luke, aber wie kommen wir zur Planke?
Ja. Ich würde halt erstmal das Ding hier platzieren. Okay, anscheinend können wir es nur hier platzieren. Okay, sieht gut aus. Okay. Jetzt halt lieber da drüben gemacht, oder? Und jetzt? Mache ich das alleine oder was? Hä? Wie sie down gegangen ist, hör mir auf, Alter. Richtig aufgeklatscht. Also ich würde halt auch einfach sagen, dass ich die Leiter halt viel später erst platziere, oder nicht? Die Laufplanke dafür zur Luke. Also viel weiter hinten. Aber da verstehe ich irgendwas falsch. Also es wäre meine Logik. Aber scheinbar kann ich das nicht weiter hinten platzieren, oder? Kannst du auch hier hoch machen. Also selbst wenn ich rübergehe, was ist dann der nächste Schritt? Okay, sieht gut aus. Ja. Jetzt bin ich hier drüben und komme weder nach links noch nach rechts. So wirklich. Es sei denn, ich nehme die Leiter, aber die Leiter kriege ich nicht. Leute! Was machen wir? I don't get it. Oder soll ich es weiter vorne platzieren? Warte mal. Ich wüsste zwar nicht warum, aber vielleicht kann ich es auch weiter vorne platzieren. Hier ist der Abstand zu groß. Ach, Mensch, Mädel. Ich kann es ja nur da... Hä, Digga, warum bin ich so lost, Alter? Ich check's nicht. Ich check's halt wirklich gar nicht gerade. Ja, Digga. Die Laufplanke dafür zur Luke. Ja. Aber wie kommen wir zu der Planke? So. Ist hier noch irgendwas? Hier ist doch nichts. Ich verstehe halt nicht, warum ich die Leiter nicht nehmen kann. Hey, ich verstehe es wirklich nicht. Es tut mir leid. I don't get it. Oha. Kann ich auf irgendwas schießen oder so? Irene? Guck mal, ah. Warte, was ist das hier? Ein Seil. Ach, Digga. Okay. Und das Seil kann ich jetzt hier wahrscheinlich rüberwerfen. Oh, nee. Oh, habe ich es jetzt nicht mehr in der Hand? Ach, Digga. Das ist traurig. Wie wähle ich das denn jetzt aus? Dass ich jetzt nicht meine Waffe ziehe. Genau, ja, ich will das darüber werfen. Ich verstehe schon, aber wie wähle ich das Seil aus? Ach, jetzt geht's. Eben habe ich meine Waffe gewählt, als ich es gemacht habe. So. Okay, sieht gut aus.
Jetzt haben wir's, Mensch. Also irgendwie weiß ich nicht, ob ich gerade so wieder brain dead war oder was da das Problem war. Aber ich hab's einfach nicht gecheckt. Besonders wenn ich runtersehe. Oh, sie hat Höhenangst, okay. Da sind sie. Manny, wir sind gleich da. Okay. Ja, die Basis endlich. Fast geschafft. Wir können bestimmt über die Gleise. Sollen wir erst vom Dach runter? Bitte. So, Leute. Es ist schwer vorstellbar, dass du Angst vor was hast. Ich bin nicht so furchtlos, wie du denkst. Jetzt hör auf. Deine Operation, das könnte ich nie. Hätte zu viel Angst, das zu vermasseln. Glaubst du, mir geht's anders? Nun ja, mein Dad hat immer gesagt, du wärst seine beste Studentin. Echt jetzt? Tja, du meintest ja immer, er wäre ein Idiot. Die beiden verstehen sich anscheinend jetzt richtig supi-dupi-toppi-toppi. Mensch, was will man mehr? Wären noch Best Friends hier. Plötzlich wieder. Oder zum ersten Mal, I don't know. Wurde auch so, Zeit, dass genau, das wir sind da. Ziemlich ruhig hier, was? Ja, gefällt mir nicht. Gut, wir sind fast an der Basis. Okay. Mann, wenn wir wieder zu Hause sind, hau ich mich auf die Couch, zieh mir einen Film rein und sauf mich ins Koma. Das hört sich nach einem Plan an. Da sprechen wir das nächste Mal drauf an. Ich mache einfach mal auf Pause, damit das Spiel jetzt nicht weiterredet, nachdem ich es schon zweimal versucht habe. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mal wieder eine bisschen längere Folge, aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Dafür sind wir jetzt aus dieser Basis raus. Wir schauen, wie es weitergeht. Was ist, wenn wir... aus dieser Basis, aus dieser Halle raus. Wir schauen, was los ist, wenn wir die Basis erreichen. Habt einen schönen Resttag. Danke, dass ihr dabei wart. Ich bin schon verwirrt. Also dieses Rätsel hat mich geradezu überfordert. Ehrlich jetzt. Macht's gut. Kuss, kuss, kuss. Ciao, 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 ciao.